Einen wunderschönen guten Morgen. Wir bekommen jetzt ganz spontan Besuch von Marina und Chris. Die sind für, und Aiden, Entschuldigung, das Allerwichtigste, das Baby. Die sind für 2 Tage in Town und deswegen haben wir jetzt ganz spontan ein großes Frühstück aufgetischt. André war ganz schnell im Edeka, hat alles geholt. Spontaner Besuch ist super, weil man ganz schnell schafft, ganz viel aufzuräumen. Ich habe Frühstück gerichtet. André hat hier die ganze Bude geputzt. Alles ist sauber, alles glänzt, sogar das Sofa schnell tiefengereinigt und den Boden gesaugt und natürlich ist unser Weihnachtsbaum an und wir freuen uns auf Marina und Chris. Hallo ihr Lieben, oh mein Gott, der halbe Tag ist weg, das ist so der Wahnsinn, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht arbeite, aber ne, also jetzt nicht so... Ich arbeite wahnsinnig gerne und deswegen also jetzt nicht so, oh mein Gott, ich muss jetzt arbeiten, sonst kriege ich kein Geld, sondern, oh Mann, ich muss meine Community versorgen mit Stories und mit, ich habe noch keinen Vlog angefangen und so. Also eher so ein positives, ich will jetzt vloggen, genau. Jetzt ist aber schon der halbe Tag weg und jetzt wird es bestimmt gleich dunkel. Ich war gestern wach bis um 3 Uhr morgens und habe Geschenke verpackt und habe dann einige Fails festgestellt. Ich habe viel bestellt und habe mich dann aber erst jetzt 4 Tage vor Weihnachten damit beschäftigt, alles auszupacken und einzupacken und habe da einige Fails festgestellt, die ich heute Abend verpacken werde. Da nehme ich euch mit, wenn die Kinder im Bett sind, was ich verpacken werde und zurückschicken werde. Und jetzt sind hier noch 3 Pakete angekommen. Ich weiß gar nicht so richtig, was drin ist. Wir haben auch Schuhe bestellt und Schneeanzüge. Vielleicht ist das das. Ich packe jetzt mal mit euch aus. So, aber erst fange ich jetzt noch schnell eine DM-Liste an, weil wir müssen nachher noch wegen den Einwegkameras in den DM. Und gestern beim Geschenke einpacken habe ich gemerkt, uns fehlt noch Tesa. Wir brauchen mehr Geschenkpapier. Dann irgendwelche Schleifen. Mülltüten in der Küche wählen. Genau, das wollte ich jetzt erstmal machen und jetzt gucke ich mal mit euch zusammen. Oh, ich glaube, ich schalte das Licht wieder aus. Ist das besser ohne Licht? Ich habe das Zimmer hier gestern verwüstet, das glaubt ihr nicht. Ich muss heute das Zimmer noch einmal richtig aufräumen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was da rauskommt. Die meisten Geschenke übernimmt ja der Weihnachtsmann, damit habe ich gar nichts zu tun, aber so ein paar habe ich aufgestellt. Ah, da wird sich Liane total freuen. Und zwar ist das Schminkset, Schmink-Tattoo-Set für Silvester. Das ist so Neon-Schminke, wo sich die Mädels mit schminken können. Da freut sie sich gleich ganz arg drüber. Da steht KitchenAid drauf. Aber ich habe noch nie was bestellt von KitchenAid. Also keine Ahnung, wer diesen Karton benutzt. Von KitchenAid. Okay, das ist ein Geschenk. So, ihr Lieben, oh mein Gott, das wird ein Vlog heute. Ja, das hat mich jetzt gerade sehr gefreut, dass die Überraschung für Liane angekommen ist, weil die Liane hat was ganz Tolles geschafft. Und diese Katze hat sie im Hollandurlaub gesehen und das ist so eine, habe ich euch die Katze jetzt gezeigt? Ist eine riesige Stofftierkatze, die sie dort unbedingt haben wollte. Und ja, jetzt hat sie ein ganz krasses Ziel für sich selbst erreicht und dafür hat sie diese Katze jetzt bekommen. Da hat sie sich jetzt gerade riesig drüber gefreut. Und das dritte Päckchen sind die Winterstiefel. Ich habe Anfang Herbst Winterschuhe bestellt. Einmal Halbschuhe für den Herbst und einmal Winterstiefel für den Winter, wie ich gedacht habe. Und dann haben aber ganz viele von euch gesagt, Jana, die Winterstiefel sind nicht wasserdicht. Haben wir auch. Haben nicht wirklich den Test gehalten, sind nicht wasserdicht. So, ich mag aber Affenzahn total gerne und auch viele von euch haben gesagt, es gibt aber Stiefel, die sind wasserdicht. Und ihr wisst, wir gehen jetzt in die Schweiz, danach gehen wir nach Dänemark. Island steht gerade so ein bisschen auf der Kippe, mal gucken, ob es zustande kommt. Die Flüge sind so unfassbar teuer dorthin, deswegen bin ich gerade am Zweifeln, weil die Flüge müssen wir selber übernehmen, ob wir das wirklich machen. Würden wir unfassbar gerne.
Aber wir sind da nur 5 oder 6 Tage. Wir müssen dann dort arbeiten. Wir haben Kleinkinder und es ist schweinekalt. Und ob ich dafür dann zusätzlich noch 3.000 € zahlen will, bin ich nicht ganz sicher. Obwohl Island ein absolutes Traumland von uns ist. Und André und ich, wir wollen beide unbedingt das sehen und unseren Kindern das zeigen, dieses wunderschöne Land. Also ja, wir sind gerade noch ein bisschen in Überlegungen. Und im März sind wir dann im Center Park in Frankreich. Das habe ich meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt. Nur ich und meine Schwester und die Kinder. Und da ist es bestimmt auch noch kühl, denke ich mal. Vielleicht auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall brauchen wir Winterschuhe. Und ich zeige euch jetzt mal, da haben wir nämlich von Affenzahn die richtigen Stiefel bestellt. So, packen wir doch mal die neuen Winterstiefel aus. Na, eure neuen Winterstiefel. Müssen wir gleich mal wieder den Test machen, ob sie passen? Boah, schau mal. Das sind Lianas Winterstiefel. Also das ist jetzt dieses Schneemodell, welches wirklich wasserdicht sein soll und ist gefüllt, gefüttert. Und ja, da hoffen wir sehr, dass die Kinder dann keine kalten Füße haben. Aber jetzt machen wir gleich erstmal den Test. Was ich bei Affenzahn richtig gut finde, da ist immer diese Pappe dabei, wo man das Kind draufstehen lassen kann. Und dann steht hier Space for your feet to unroll. Also das Dunkle ist Platz für deinen Fuß, dass er, wenn er abrollt, also darauf darf der Fuß nicht stehen. Und das Hellgrüne ist Platz für deinen Fuß, um zu wachsen. Also der Fuß darf wirklich nur auf der weißen Fläche stehen. Wenn er auf die grüne oder dunkelgrüne kommt, ist er zu klein. Und das finde ich eine echt tolle Sache, wenn man online bestellt, dass man da so eine Kontrollschablone hat. Also richtig gut, da lasse ich jetzt gleich mal Lianchen draufstehen. Aber wir haben die anderen Schuhe auch in 30, das sollte eigentlich passen. Also einmal für Liana, die hat sie sich selber rausgesucht, hat hier so ein Flamingo an der Seite und ist so ein richtig cooles Pink. Probiert sie euch gleich mal an und auf die Schablone lassen wir sie auch gleich mal stehen. Und Bändchen hat die Elefantenschuhe, ne? War da ein Elefant drauf? Ja, schau mal. Oh, Ben, guck mal. Sind die cool? Blau mit Orange. Schneestiefel sind das für den Schnee. Hä? Wo ist sie denn dann? Mausi, komm mal kurz her mit deinen Füßchen. Steh mal kurz hier drauf. Deine Ferse muss ganz hinten. Ah, guck mal, da ist noch. Ah ja, warte, man muss es an der Wand machen. Haha. Dass man nicht schummeln kann. Das muss man so hochklappen an die Wand, dass du wirklich ganz hinten stehst. So, und jetzt stellst du dich mit der Ferse ganz hinten an die Wand. Um zu messen. Hier noch ein bisschen rüberschieben. Genau. Schau mal, und jetzt sieht man, dass die Liana eigentlich wirklich noch super Platz hat in der 30. Also wahrscheinlich bist du ganz hinten. Nee, du kannst noch ein Stückchen. Ja, so. So, genau. Also ja, auf jeden Fall die Größe passt. Hier, bei der Fuß ist ein bisschen größer und der stößt immer fast an. Lass mal deine Zehen ganz locker, Schatz, und greif die nicht so rein. Genau, schau mal jetzt. Genau. Der Fuß ist ein bisschen größer, der stößt nämlich schon fast auf die grüne Linie und der ist ein bisschen kleiner, wie bei der Mama. Mama hat auch einen größer, einen kleiner. Aber stehst du, du stehst gar nicht mehr richtig hinten. Genau. Okay, jetzt probierst du mal die Schuhe an. Haben wir Sockies unten? Findest du sie gut? Fühlen sie sich gemütlich an? Also hier ist der C echt, also ja, eine Fingerbreite habe ich noch, aber dann kommt schon der C und da ist er ein bisschen weiter hinten. Ja, genau, Leana, lauf mal eine Runde. Jetzt probiere ich mal Benz noch an. Bei Benz war ich nämlich unsicher mit der Größe. Richtig unsicher. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe ein Shopping-Problem. Jetzt kamen nochmal 2 Pakete. Was habe ich denn noch bestellt? Hier sieht es aus in dem Zimmer, wirklich. Wie bei so einem Messi oder bei so einer Shopping-Süchtigen. Diese Feiertage, ne? Ich bin echt froh, wenn die dann auch rum sind. Aber dann geht es weiter. Januar hat Ben Geburtstag, März hat Liana Geburtstag. Jetzt gucke ich mal, was in den 2 Paketen noch drin ist. Ah, schaut mal, die Spiele kamen an, unsere Silvesterspiele. Und zwar Eierlaufen, Becher werfen, Sackhüpfen und was sind diese Teile eigentlich? Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Ich glaube, zum das Umschmeißen. Ah, so Säckchen? Ja. Ah, okay. Also Becher werfen, Eierlaufen und Sackhüpfen.
Wir packen das jetzt mal aus und probieren alles aus und zeigen es euch. Ja. Die Becher. Becher sind drin, genau. Die Löffel und die Eier. Löffel und Eier. Boah, wenn ich das jetzt so sehe, denke ich, das hätte man alles selber kaufen können, ne? Löffel haben wir zu Hause, Eier auch. Huch, was ist denn das für eine Schnur? Da sind diese... Oh, langsam. Gesundheit. Also, wir haben Becher. Gesundheit. Stapelbecher. Liana, war das nicht bei der Kinderbetreuung, bei dem Event? Ja. Auch alles da? Ja. Das auch hatten die auch, ne? Alles gleich. Genau gleich. Hatten die das gleiche Set gekauft. Also, Eier zusammenbauen. Dann könnt ihr Eierlauf machen. Was ist das? Irgendwelche Spieße. Und für was ist das Seil? Ich weiß nicht. Okay, jetzt müssen wir doch nochmal nachlesen. Ist doch noch mehr. 3, 2, 1. Auf die Plätze. Fertig. Los. Versuch alle gleichzeitig. Wow, mega gut. So, meine Lieben, ich hasse es, so spät anzufangen zu vloggen, weil einfach irgendwie, ne, alles außer Ruder läuft. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch zeigen soll. Ich richte mich jetzt, wir haben uns nämlich dazu entschieden, mal wieder in den Chinesen essen zu gehen. In Rust hat es ein chinesisches Buffet, was echt sehr lecker ist und was auch viel für die Kinder hat. Und da werden wir ins Essen gehen. Jetzt richte ich mich ein bisschen und dann gehen wir ans Buffet. So, meine Lieben, wir sind beim Chinesen gelandet und jetzt haben wir erstmal für die Kinder alles vom Buffet geholt, was die gerne essen und auf was die Lust haben, und jetzt gehen die Erwachsenen. So, meine erste Runde ist vegetarisches Sushi. Und der Ben wollte, dass ich noch seinen Ketchup zeige. Ja, und wir haben Ketchup und das ist rot. Genau, wir haben Ketchup und das ist rot. So, zweite Runde. Ja, das ist jetzt die zweite Runde mit Frühlingsrollen, Gemüsennudeln und Tofu mit Gemüse, scharf. Und eine scharfe Gemüsesuppe. Oh mein Gott, wie kann man so viel essen? Ich bin so voll gefressen. Nein, 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 das ist für Silvester. Das ist für die Countdown-Tüten. Wir haben super lecker gegessen, aber viel zu viel beim Buffet. Kommen die nicht ausgepackt, nee, Wendy? Nee, bleiben so. Beim Buffet überfrisst man sich immer und oh mein Gott, ich hatte 3 Teller und Dessert und wieder viel zu viel gegessen. Ich hatte 100 Sachen. Aber die Kinder, ne, das ist auch so ein Phänomen, die Kinder überfressen sich nie. Was denn? Schatzi, das ist für Silvester. Weißt du noch, Ben, dass wir jede Stunde an Silvester eine Countdown-Tüte aufmachen? Und dann darfst du mit Henry Fotos machen. Niemand, das machen wir erst an Silvester. Die Kinder überfressen sich nie. Das ist doch echt ein Phänomen, dass Erwachsene das nicht mehr können. Einfach, wenn sie spüren, ne, jetzt reicht's, dass immer dieses Weiteressen, weil es ist ja kostenlos und es ist ja... Ich zeige euch mal kurz, was wir beim DM mitgenommen haben. Ein super unspektakulärer Einkauf bei DM. Feuchttücher, Mülltüten, Zahnpasta, Tesafilm und dann haben wir diese Einwegkameras für Silvester. Da bekommt jedes Kind eine Kamera. Ich habe gerade dem Ben gesagt, wenn er seine jetzt aufmacht, dann hat er an Silvester nichts mehr zum Auspacken. Er hat entschieden, dass er sie jetzt auspackt. Ben, dann hat er an Silvester keine. Doch? Nein. Doch, er hat sie schon, aber er kann sie nicht mehr auspacken. Er nimmt die mit an Silvester, aber er hat sie dann halt schon ausgepackt. Ist ja seine Entscheidung, ne? Ja, aber er darf keine Fotos machen. Kriegt er nicht so aus. Mm-mm. Fotos machen wir erst an Silvester, aber er hat jetzt entschieden, dass er sie erst auspacken möchte. Darf ich auch der anderen? Wenn ihr wollt, dann packen wir sie aus und dann stecken wir sie so in die Countdown-Tüten. Ja, alle auspacken. Okay, dann packen wir alle aus. Sind ja Gott sei Dank noch in der Hülle. Und dann haben alle keins. Doch, dann haben alle, genau, dann haben alle keine eingepackte, sondern alle haben die gleiche. Das ist ja auch okay. Ja. Dann machen wir das in die Countdown-Tüte. Und dann aber haben wir jetzt wirklich alles, oder? Für die Countdown-Tüte. Dann ziehen sie die auspacken. Okay, dann packt sie alle aus. Gerade am Kochen und mal wieder gemerkt, dass ich keinen Schluss für gestern habe. Deswegen verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Vlog dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.